So Leute, ich begrüße euch recht herzlich zum Angezockt von Prop Night. Zero und ich haben schon ein bisschen gespielt und wir spielen jetzt einfach noch mehr. Also wir haben heute noch nicht gespielt. Ich bin heute wahrscheinlich super schlecht, aber wir haben allgemein schon ein bisschen gespielt. Ist schon ein Weilchen her, wenn wir das letzte Mal gespielt haben. Aber es gibt angeblich eine neue Map und die wollen wir uns jetzt angucken. Und wir wollten angeblich, euch... Angeblich, die gibt es. Ja, das will ich erst mal sehen. Und wir wollen euch mal ein bisschen dran teilhaben lassen. Es ist ein bisschen eine Mischung aus Prop Hunt und Dead by Daylight. Genau. Man muss Maschinen reparieren, während ein Killer einen versucht zu töten und man kann sich als Gegenstand tarnen. Yep. Hast du dem noch irgendwas hinzuzufügen? Nö. Ich merke auch gerade, du bist ziemlich laut, weil ich was falsch eingestellt habe. Ah ja, aber auch ein bisschen, weil bei mir die Musik so laut ist. Vielleicht bei mir auch mal ein bisschen leiser machen. So, ich habe Zero mal wieder runtergedreht ohne Übersteuerung. Yo. Ich glaube, da freuen sich die Zuschauer, wenn du nicht sie die ganze Zeit anschreist. Das ist mein Job. Die Zuschauer anzuschreien oder mich anzuschreien? Die Zuschauer anzuschreien natürlich. So. Ich würde dich doch niemals anschreien. Nein, bei mir brüllst du direkt. Ich will Mabel sein. Wen habe ich nochmal gespielt? Achso, ja, alle, gefühlt. Ja, tatsächlich schon. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, welche Mission habe. Können das noch sehen? Ja, hier. Wo? Mit der Taschenlampe muss ich killen. Wenn du Escape drückst. Ah. Alle Überlebende mit dem mobilen Medikit. Ach, scheiße, dann muss ich ja Kate sein. Tiger sein. Ja. Tiger Waititi. Wer auch immer dieser Titi ist. Bei uns fehlt jetzt ein Überlebender. Stimmt, ja. Haben wir denn einen Killer? Ja, einen chinesischen, japanischen Killer. Aha, da haben wir jetzt auch jemanden, nämlich Mai. Alles neu macht der Mai. Ja, der war ein cooler Skin. Ja, tatsächlich einen coolen Skin. Ich habe gar keine Skins. Ich habe auch einen coolen Skin. Also ich habe Skins. Für sie hast du auch einen Skin. Ja, aber den fand ich schlechter als den ich jetzt habe. Ich finde den Baseball-Skin cool. Ja, das ist der hier. Moment mal, ich bin gar nicht sie. Oh, da hat schon jemand gewählt. Das ist gemein. Ja, aber ich finde ihr Design allgemein sehr, sehr cool eigentlich. Ich mag ihr Design. Ja, sieht halt chillig aus, ne? Ja, die sieht ganz cool aus, so mit der Jacke und... Ich mag mein Design auch. Ja. So würde ich auch vor die Tür gehen. Ja, du warst François, ne? Genau. Stefan. Stefan, ah. Oder Stefan, ja. Ich weiß gar nicht. Eigentlich, wenn man das N mitspricht. Das. Ich glaube. Stefan, glaube ich. Weil der hat ja auch diesen Strich über ein E. Ja, ist das ein Accent aigu oder ein Accent grave? Was ist der Unterschied? Der grave geht nach unten, das heißt, es ist nicht betont. Und das aigu geht nach oben, das heißt, es ist stark betont. Dann ist es ein aigu. Okay. So, und hier seht ihr die Checks. Wenn man die schafft. Dann kriegt man dafür Geld. Wenn man die nicht schafft, dann passiert sowas. Nein, dann kriegt... Das war ich nicht. Ich wurde angegriffen. Dann kriegt der Killer, würdest du nicht hier vorbeilaufen, bitte? Okay. Dann kriegt der Killer einen Warnhinweis, dass in der Richtung irgendwas passiert ist. Ich muss es doch wieder lauter machen. Ich höre den Killer sonst nicht. Hatte ich das schon immer auf volle Lautstärke gehabt? Ich weiß es nicht. Bist du eigentlich angeschlagen? Ja. Du bist der hier neben mir sitzt, ne? Nein. Ich bin die Vase. Oh Gott, da ist er. Oh Gott, es ist der Imposter. Sag ich ja, das ist ja das Problem. Und er hat mich erwischt, indem er sich als ich getarnt hat. Ja, mich erwischt er auch gleich. Darf ich vergessen, ich kann mich ja unsichtbar machen. So, und hier seht ihr so die Kernkompetenz eines jeden Überlebenden. Wegspringen. Ja. Und sich verwandeln. So, mein Charakter hat hier die Fähigkeit, jetzt Heilpads aufzustellen.
Damit kann ich mich nämlich jetzt wieder hochheilen. Was, solange man überlebt, eigentlich eine coole Fähigkeit ist. Eigentlich schon, solange man überlebt. Ich hab nicht genug, um mir ein Item zu kaufen. Irgendjemand versaut hier ständig die Checks. Ich bin's nicht. Ich auch nicht, ich habe noch keinen Check versaut. Wäre er nicht gekommen, hätte ich meine Maschine auch noch fertig gemacht. Ja, und weißt du, was das wirklich Schlimme daran ist? Hm? Ich bin's doch. Oh. Ah, ein Punkt hat... Oh, jetzt habe ich auch eins versaut. So, jetzt kriegt er... Oh, irgendjemand wurde erwischt. Das ist gut, solange er da ist, ist er nicht bei mir. Bin schon zu zwei Dritteln fertig oder drei Vierteln. Kann nicht richtig zählen. So, Punkt repariert mit mir mit, aber der Imposter kommt gleich her. Deswegen verkrümel ich mich gerade mal. Ah, ich muss mich auch mal eben verkrümeln. Verdammt, da komme ich nicht hoch. Aber hier sitze ich gut. Der wird mich hier nie finden. Ich gehe mal eben retten. Ach, du gehst retten? Gut, dann... Ja, ich war gerade in der Nähe. Wenn man zu zweit an der Maschine repariert, repariert man ein bisschen schneller. Das ist ganz gut. Ja. Und, ja, der... Hast du schon gesagt, was der Killer kann? Nee, habe ich nicht. Der Killer ist der Imposter. Also die Killer haben immer verschiedene Fähigkeiten und der ist besonders... Scheiße, sag ich mal. Nervig. Nervig. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Oder zum Kotzen. Er kann sich nämlich entweder in jemanden verwandeln, in einen der Überlebenden verwandeln, oder in einen Gegenstand. Und dann erkennt man nicht, dass der Imposter ist, weil es könnte ja auch ein Überlebender sein. Korrekt. Und das ist halt das Fiese. Du kannst hier niemanden trauen. Ja. Und er kann auch Events machen, zum Beispiel das hier. Alle Maschinen sind jetzt kaputt, das heißt, die können wir gar nicht reparieren. Das heißt, wir müssen abwarten. Ja, ich gehe mal die Person retten. Außer bei so einem Event ist es sich einfach zu verwandeln und zu warten. Oh Gott! Ja, außer er greift mich an. Ganz genau. Außer er greift den Wolf an. In diesem Fall ist es natürlich auch schlau, sich versteckt zu halten, bis er den Wolf erwischt hat. Okay. Ich mach meine Maschine weiter. Jetzt kannst du das ja. Die schon fast komplett wieder down ist. Na toll. Ich heile hier gerade den einen Kollegen, weil ich gesehen habe, in was er sich verwandelt hat, als er vor dem Monster weggerannt ist. Und mich, indem ich mich einfach in den gleichen Gegenstand verwandelt habe und mich neben ihn gestellt habe. Ah ja, warum nicht? Ach so, und man bekommt ja immer Münzen, wenn man einen Fähigkeitscheck richtig macht. Und damit kann man sich hier Gegenstände kaufen. Genau, in diesen Truhen. Und diese Gegenstände können einem helfen, zu überleben. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Die meisten Fähigkeiten beinhalten halt, dass man den Killer irgendwie sabotieren kann. Oder entkommen kann. Man kann dem Killer, wie ich das gerade gemacht habe, auch einem mitgeben. Oder man kriegt auf die Schnauze. Ach, da hinten, das ist gut. Ich habe gleich mein Ding fertig. Hauptsache, mich rettet einer. Oh, die Kiste legt sich mit dem Killer an. Oh, tapfere Kiste. Okay, dauert bei mir doch noch ein Weilchen. Nein, ich hatte es fast. Kiste, lauf weg. Man kann sich nämlich frei wiggeln und das hat leider bei genau, das hat bei mir aber leider nicht funktioniert. Ich war nicht wiggly genug. Komm dich gleich retten. Sehr freundlich. Man könnte jetzt auch um Hilfe rufen, aber ich will gar nicht um Hilfe. Und der steht hier direkt rum. Ey, der hat mich gesehen. War auch schwer. Warum kam er gerade, als ich kam? Oh, wer sich jetzt... Also jetzt hat er noch ein Event aktiviert, das ist Anzahl. Das heißt, alle, die sich nicht bewegen, sind sichtbar für ihn. Auch durch Wände. Ist er bei dir?
Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Hier springt eine Dings rum. Ja, der kommt auf dich zu. Bin echt aus der Übung. Ja, und das Problem ist halt auch, dass der hier campt. Warum werde ich eigentlich als entdeckt angezeigt? Theoretisch bin ich in Bewegung. Werde getragen und werde in Wiggle hier. Das ist ja mies, ich hing an der Tür, an der Stufe fest. Okay. Ich komm und rette dich bei Gelegenheit. Sehr freundlich. Das ist übrigens nicht die neue Map. Ja, das ist Ägypten, aber es ist auch schön, die Zuschauer kennen das hier noch nicht. Ist er noch bei dir? Er ist um die Ecke gegangen, aber ich weiß nicht, ob er noch in der Nähe ist. Ja, die neue Map ist eine Küche. Ja, ich sehe ihn da hinten. The Bris for Dead, Mann. Lauf und versteck dich. Es ist meistens ratsam, kleine Objekte zu sein. Weil die schwerer entdeckt werden und eine kleine Redbox haben. Aber große Objekte können auch hilfreich sein. Große Objekte haben zum Beispiel mehr Leben. Schon einer komplett tot? Nee. Doch. Ja, der Mai. Auf. Ich hoffe, er hat mich gerade nicht gesehen. Ist er hier? Er ist direkt bei mir. Wo? Aber er hat mich nicht gesehen. Ich suche noch einen, ups, das wollte ich nicht. Wo ist denn hier noch eine Maschine? Da, wo er gerade war. Bei mir. Ich repariere gerade. Aber er wird wahrscheinlich gleich wieder hier sein. Bin gehört. Er hat jemanden niedergeschlagen. Ja. Er kann die Maschinen auch hauen, um die halt wieder zu beschädigen. Dann verlieren die an Fortschritt, was man repariert hat. Okay, er kommt gleich wieder her. Hast du gerade was kaputt gemacht? Jupp. Könnte aber unter Umständen gar nicht so schlecht sein, dass du das hast. Oh, ich finde schon. Der kommt dann zu mir. Ja, aber dann kann ich den da retten. Was ist dran, aber ich will nicht, dass er zu mir kommt. Ich sag's schon mal. Oh mein Gott! Der hat mich erschrocken. Ist er bei dir? Ja. Das ist gut, wir reparieren hier gerade zu zweit. Vielleicht bin ich wieder hin. Kannst du dich nicht unsichtbar machen oder ihm eine mitgeben? Hab ich schon, beides. Oh. Er lässt sich nicht abwimmeln. Ich habe ihm sogar die Tür vor der Nase zugehauen. Verdammte Vertreter. Ja, die kommen trotzdem rein. Das Gute ist, ich sitze schon wieder auf denselben Stuhl, wo ich vorhin saß. Ist ja schon warm. Gehe ich wenigstens nicht. Er ist auf dem Weg. Ne, er ist noch bei dir, ne? Ja, er hüpft hier als Schriftrolle rum. Wir haben leider Verwirrung, wir hatten das Ding fast fertig. Ist er immer noch bei dir? Glaube nicht. Aber traue keinen Schriftrollen. Mach ich nie. Wenn du eine siehst, dann lauf. Oh, er ist da. Lauf, lauf. Er ist ich. Trau ihn nicht, das bin ich nicht. So, der lässt sich echt nicht abwimmeln, der Typ. Nee. Oh. Gut befreit, ist aber nett. Scheiße. Ärgerlich. Ich mach die Maschine hier fertig. Die ist fast fertig. Ah, das ist die, an der ich war.
Eben mit dem Punkt zusammen mit Gott. Zu zwei Drittel ist sie fertig. Sie ist quasi der dritte Warner Brother. Die Warner Sister. Gott. Oh, okay. Also heißt die Punkt? Sie heißt tatsächlich Punkt, weil das ja immer geschrieben ist Warner Bros. Punkt. Oh. Also heißt der andere Warner und der noch andere Bros? Nee. Das sind die beiden Warner Bros. Und die Warner-Schwester dort. Ah. So, ist fertig. Alles klar. Ich sitz gerade so gut in meinem therapeutischen, ergonomischen Stuhl, der auch gar keine Nackenunterstützung hat. Das ist total kacke. Oh, ich höre ihn. Yep. Ah, wir haben jetzt die fünfte Maschine fertig. Ich komm, die retten. Ja, er steht aber hier noch rum. Ah, mein Gott, er ist hier. Komm, dich doch nicht retten. Okay. Jemand muss mich retten, komm. So, ich kann nicht kommen. Sehr gut. Ich lebe auch wieder. Sehr gut. Frage ist, ob er gerade in der Nähe ist oder nicht. Ja, ich höre ihn. Er ist hier irgendwo. Er ist hinter mir her. Okay, dann. Oh, oh. Event. Die sind alle Hühner. Ja, außer er. Ja, das ist gut, dann erkennt man ihn ja. Ja, aber er ist hinter mir her. Das ist mein Ende. Nein, Alex, nein. Ja, bin hin. Wo bist du denn gestorben? Wie weit hinten? Oh, er ist direkt hier. Scheiße, er kommt. Er hat mich noch nicht gesehen. Du musst kein Huhn mehr sein. Ja, ich weiß, aber ich wollte, weil... Da bin ich gestorben. Ja, toll. Wie kam der immer so schnell hier wieder hin? Der ist halt recht schnell. Er ist hinter mir her. Ich sehe ihn da hinter mir her springen. Als ob das nicht auffällt, dass du das bist. Ich glaube aber, verwandelt ist er schneller, deswegen macht er das. Der wird ja auch schneller, wenn er nicht verwandelt ist mit der Zeit. Ja. Ich kann nicht rennen. Ich hab keine Ausdauer. Er ist als du hinter dir her. Ich trau dir nicht, du bist nicht ich. Mach doch zu! Warum macht er die Tür nicht zu? Ja, das macht er manchmal irgendwie nicht. Ganz komisch. Ja, er hängt manchmal. Heiser. Naja. Vielleicht entkommt dort. Ja, dort entkommt. Oh, siehst du. Geh dort. Geh. Sie wartet noch, bis er kommt. Geh mit Gott, aber geh. Bringt mehr Punkte. Wollte ihn einfach nur nochmal blenden. Ah, gibt Punkte. Sieg. Naja, wir sind... Alle tot, außer dort. Aber da steht Sieg. Stand bei mir. Ja. Also habe ich gewonnen. Wir haben 25 Rollenspiele gekriegt. Was? 25 Rollenspiele? 25 RP. Ah. Nicht etwa Rank Points? Nein, nein, nein. Rollenspiele. Roleplays. Ah. Das ergibt natürlich mehr Sinn. Ja, natürlich. Als in einem Rangspiel Rangpunkte zu bekommen. Aber tatsächlich Stefan, weil du hast noch ein E hinten dran. Dann bin ich Stefan. Oh, über 1000. Ich hol mir jetzt den Killer. Jetzt muss ich als Isaac entkommen. Wer war Isaac? Isaac war der Fortnite-Typ. Ach nee, der bauen kann, ne? Ja. Ich hasse ihn.
Also dieser Typ hier hat die Fähigkeit, er kann bauen. Und ich habe ihn mal als Killer, als Gegner gehabt und er war sehr nervig. Seitdem mag ich ihn nicht mehr. Ja, aber dann bist du jetzt auch nervig. Ja, dann bin ich auch nervig. Er hat nämlich alle Stühle zugebaut. Dann weißt du ja, was du jetzt zu tun hast. Stühle zu bauen. Als Isaac. Also ich dachte, ich bin ein Baby, das weinend durch einen Keller läuft. Nein. Wenn ich Killer spielen kann, werde ich das tun. Ich will den Samurai mal ausprobieren. Habe ich mir gerade gekauft. Ah. Und was hat eigentlich ChatGPT letzt über mich ausgespuckt? Also was ist denn das für Quatsch gewesen, was du mir da geschickt hast? Ich dachte, du hast es dir gelesen. Ich hab's gelesen, aber was war denn das für Quatsch? Ja, das steht da. Also, es ist ein Wolf bei der LP, der das halt hat. Von wegen. Also, weder habe ich 150.000 Zuschauer, noch bin ich bekannt für Minecraft und Among Us. Vielleicht gibt's noch einen anderen Wolf bei der LP. Würde mich wundern. Es gab mal noch einen anderen Wolfbite, aber der hat sich umbenannt. Und der ist auch kleiner als ich. Der hat sich umbenannt in Wolfbite LP. Lass mal gucken, hier haben wir dich und hier haben wir dich. Er hat sich nämlich umbenannt, um die Verwirrung mit mir zu wegzuhaben. Ja, irgendwie, keine Ahnung, was er hat, wer halt so behauptet. Er hat Zugriff aufs Internet, also ist das wahr? Natürlich, alles was im Internet steht, ist wahr. Ja. Die Erde ist flach oder hotdogförmig? So, mal gucken, ob der Killer mit mir tauschen will. Ja! So. Das bin ich. Also, wir sind jetzt sicher, Leute. Weil Zero ist der Killer. Das bedeutet, wir überleben. Kein guter Killer. Bist du das, ja? Ja. Ich bin ja des Öfteren mal. So, also was kann ich denn machen? Er stellt Klone, die in der Nähe von Requisitenmaschinen erscheinen und er sich zu jedem von ihnen teleportieren kann. Kehrt zum vorherigen Punkt zurück. Flashback. Okay. Mal gucken. Ist ja cool. Ich kann immer direkt zu den Maschinen. Ah, wir sind aber am Camp. Also wenn es irgendwo Peng gemacht hat, dann bin ich direkt da. Oh, keine Küche. Leider keine Küche. Die Überlebenden fangen. So, wie funktioniert das denn? Ich habe gerade jemanden springen sehen und Panik gekriegt. Kannst mich mal. Ey, ich krieg dich schon noch. War nicht mehr in der Nähe der Tür. Unerhört. Oh, ach krass. Ach, so funktioniert das. Interessant. Ja, du werfst dein Schwert und teleportierst dich dann dahin. Nee, das war die Crush-Tante. Wir sehen uns. Ja, der Samurai, der teleportiert sich zu einer Requisitenmaschine. Ja, wir sehen uns. Wie schon wieder? Als ob zwei Lampen nicht auffallen, Mann. Ich war das nicht mehr, ich bin weg. Sie war das. Die so blendend ist. Der blendenden Persönlichkeit. Sehr erwischt, aber sie hat noch ein bisschen Leben.
Na gut. Eine auf jeden Fall interessante Fähigkeit. So, wo bist du denn gerade? Ich? Auf der anderen Seite der Map. Das glaube ich dir nicht ab. Ach, weißt du was? Ich gehe einfach gucken, ob du da hinten wirklich bist. Nein, du bist nicht hier. Sehe einer an. Ja, dann habe ich mich wohl geirrt. Du Lugner. Oh, da bist du. Bin ich? Oh, ja, bin ich. Gut zugebaut. Die hast du schon kaputt gemacht. Verdammt. Ja, kommt mir, davon. Mir gehen die Türen aus. Yep. Ja. Guck mal, direkt ein Stuhl in der Nähe. Verdammt. So, und wenn du mich jetzt entschuldigst. Nein. Wie nein, doch. Entschuldige dich nicht. Oh, das funktioniert so nicht, schade. Aha. Höre sie, sie ist da hinten. Gut, oder auch nicht. Ah! Du schon wieder. Was machst du denn hier wieder? Hier gibt's keine Tür. Fuck. Ich sehe dich. Das ist die nächste. Ich hab mich doch gar nicht bewegt. Doch, ich hab's genau gesehen. Da bleibst du jetzt auch. Oh, ich muss auf den Typen zeigen, nicht auf die Maschine. Okay. Ich warte hier. Tust du das, ja? Aktuell bin ich gerade nicht so gut, muss ich sagen. Mich hast du schon zweimal erwischt. Ja, aber sonst niemand. Und es sind schon zwei Maschinen repariert. Ja, aber erst zwei. Es könnten auch 500 sein. Ich war direkt neben dir und hatte dich nicht gerettet. Dann haben die das also jetzt gemacht. Ich verweigere die Aussage. Er hat mich verbrannt. Da baut er wieder fröhlich vor sich hin. Bauer sucht Frau und so. Was? Bauer sucht Frau. Weil ich bin ein Samurai. Ja, aber weil ich baue. So. Das ist ja gar niemand. Hi Stefan! Ich glaube, der mag dich nicht. Kann sein.
Oder auch nicht sein. Das ist auch nichts geworden. Ich bin ja schon draußen. Verdammt. Bin gerade echt nicht gut. Ja, eventuell entkommen wir sogar. Einen nehme ich noch mit. Nicht mich! Nicht mich! Wenn ich dich finde. Ich kenne keine Gnade. Auf dich. Sehe ich anders. Okay, hier ist ein Zauberwürfel. Ich bin echt froh, dass ich überlebt habe. Wieso? Ja, weil ich ja schon zweimal auf dem Stuhl saß. Ja. Sind alle schon weg? Nee. Jetzt ist einer weg. Ich bin tatsächlich noch nicht weg. Na, ich weiß. Jetzt bin ich weg. Ja, habt ihr da weggehen sehen? Herrje, herrje, herrje. Komm, spring raus! So, ja. Ja, die andere haut jetzt auch ab da hinten. Die will dich nur noch mal blenden. So, kannst du vergessen, ne? Ich bleib hier. Ja, keinen einzigen erwischt. Ja, schwer mit dem. Wobei man meinen sollte, der wäre viel einfacher, weil der halt sich zu den Dingern teleportieren kann. Ja. Schade, schade. Wer hätte noch 2 Sekunden gewartet, hätte sie verloren. Ist die Zeit nämlich abgelaufen. Echt? Unsere Zeit wäre schon abgelaufen. Ja. Ja, wenn die Türen, eine Tür geöffnet wurde mindestens, dann hat man nur noch 1 Minute Zeit. Ah, okay. Oder 2 Minuten. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall nicht viel. Ja, die waren alle hier gut. Und du warst auch dabei. Ich war auch dabei, ja. Ich habe dir immerhin 3-mal eine mitgegeben. Das stimmt. Also am Anfang mit den Türen war ich nicht schlecht. Ich habe auch wenig Schaden gemacht. Ja, du hast sehr wenig Schaden gemacht. War leider nicht gut. Hat überhaupt jemand anders als außer mir auf dem Stuhl gesessen? Nö. Oh. Aber wir haben ein paar erwischt. Ich muss schon wieder mit dem Medikit heilen. Ich will nicht mit dem Medikit. Du wirst jetzt mit dem Medikit heilen. Oh, ich habe 100 Münzen. Soll ich mir eine Propbox holen? Ich hole mir mal eine Propbox. Komm, das machen wir jetzt auch einfach, damit die Zuschauer das mal sehen, was da so drin ist. Bitte ein Skin, bitte ein Skin. Ein Skin. Ein Rahmen. Bei mir Rock Supreme? Okay, nehmen wir. Du bist ein Supreme Prop? Ein Frog. Rock? Ich habe einen Banner erhalten. Bruce Banner? Den auch. Also oh, den Hintergrund hier habe ich übrigens auch gekriegt. Er ist auch neu und jetzt habe ich halt einen Banner gekriegt. Da gibt es aber viel schönere Banner als das da. Wobei das natürlich cool ist. Ich habe einen Rahmen gekriegt, den finde ich eigentlich ganz cool. Der sieht nicht schlecht aus. Meiner sieht nicht cool aus, den Rahmen, den ich gekriegt habe.
Okay. Und wenn man 1000 hat, dann kann man sich einen Charakter kaufen. Entweder einen Killer oder einen normalen. Das hier ist so eine Übersicht der Killer. Man muss auch kein echtes Geld für dieses Spiel ausgeben. Also es ist alles Ingame-Money. Naja, man muss es sich halt kaufen. Ja, man muss das Spiel kaufen. Wie viel kostet das denn? Normalerweise kostet es 10 Euro. Bei einem Keyseller deines Vertrauens vielleicht 5. Da wir mit keinem verpartnert sind, gibt es keinen Keyseller unseres Vertrauens. Eigentlich habe ich auch mit dem Zuschauer geredet. Der ist auch mit keinem verpartnert. Weiß nicht. Vielleicht ist er ein Keyseller. Ja, dann ist er nicht mit ihm verpartnert. Das ist auch wahr. Er muss mit einem Keyseller verheiratet sein. Oh. Dann ist oder zumindest eine eingetragene Lebenspartnerschaft. Oder liiert. Oder alliiert. Ja, liiert reicht schon. Also wenn ihr mit dem liiert seid, dann passt das. Heißt das, die Alliierten dürfen das nicht? Genau. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ja, wer ist denn eigentlich der Killer? Der Alex ist der Killer. Ja, tatsächlich. Aber der hat noch ein Herzchen. Das ist eine... Oh mein Gott! Ich konnte ihn nicht blenden, er hat mich reingeguckt! Oh, hi Chris. Will aber meinen, ich bin entkommen. Oder habe ich versucht, das Trugbild zu blenden? Das kann natürlich auch sein, ich habe Panik bekommen. Ich fände es aber gut, wenn er dir noch ein bisschen nachrennt. Weil ich mache gerade eine der schwersten Maschinen im Spiel. Der ist gar nicht hinter mir hergerannt, deswegen glaube ich, das war einfach nur das Trugbild. Oh. Ich habe das versucht zu blenden, weil ich Panik bekommen habe. Welches machst du denn das in der großen Zelt? Ja. Wenn wir das haben, wäre ja schon mal ganz gut. Oh fuck, er ist hier. Oh oh. Ja, ist nicht umsonst das Schwerste. Scheiße. Du sagst es, Stefan. Problem ist, hier gibt's keine Türen. Ja, das ist der Nachteil an diesem Ding. Warum soll es hier auch Türen geben? Es gibt nur Zelte. Aber ich habe ihn abgehängt. Bist du immer noch Isaac? Nee, ich bin jetzt wieder die andere mit dem Medipack. Ah, ich bin das Gamer Girl. Also die Kate mit dem Gamer Girl Skin. Ich kann den Killer blenden mit einer Taschenlampe. Weißt du, was mir gerade mal auffällt? Dass er immer noch hier ist. Nee. Man kann ja den Killer mit der Taschenlampe blenden. Ja. Aber warum funktioniert das bei einem Imposter? Keine Ahnung. Der Imposter hat keine Augen. Keine Bewegung. Wir dürfen uns jetzt nicht bewegen, sonst findet er uns. Ja, aber dein Ebenbild ist schon hier. Ist aber nicht zu mir gekommen. Ich hab's fertig, aber ich darf mich nicht bewegen, sonst findet er mich. Ich stehe hier noch neben der Maschine in dem großen Zelt. Ich will die fertig machen. Warum lässt er sich nicht blenden? Er sieht durch die Maske eigentlich gar nichts. Oh, wow. Oder du gehst jedes Mal aufs Druckbild. Nee, das ist er. Der rennt ja gerade hinter mir her. Jetzt war ich kurz entdeckt, weil ich mich zu lange nicht bewegt habe. Was ist das für ein Quatsch? Ach so, hier repariert gerade schon einer. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich schneller repariere, aber Stefan ist auch hier. Ja, ihr kriegt übrigens mehr Punkte, je näher ihr am Weißen dran seid, aber ihr solltet nicht auf das Weiße zielen, weil sonst versaut ihr am meisten und das wäre nicht gut. Ah! Oh, hier gibt's ein Tor, das haben die neu gemacht. Das gab's vorher nicht. Okay. Problem ist, ich würde wirklich gerne mit meinem Requisit heilen, aber... Da hat er mich schon wieder. Kannst du mich heilen, wenn ich den Killer entkomme? Ja. Oder heil dich selbst, zählt auch. Ja, das Problem ist, ich hab volles Leben. Oh nein, es kommt wieder in den Blenden. Biosphäre?
Ah! So. Friert den Überlebenden ein. Interessant. Komm. Puh. Wenn du mir sagst, wo ich bin, kannst du mich heilen. Wenn du mir sagst, wo du bist, nicht wo ich bin. Alex, wo bin ich? Wo bist du denn? Ich bin eine Dose neben dem Zelt. Welchem Zelt? Dem großen. Oh. Ich stehe hier auf einem Stapel Kisten. Hat er dich wieder? Nee. Nee, das bin ich nicht. Da, wo der Ausgang an der Scheune ist. An der Scheune? Beim Riesenrad. Nähe vom Riesenrad. Ich glaube, ich bin auf der anderen Seite der Map, kann das sein? Wirklich? Da, wo er gerade hingetragen wird. Ja, andere Seite der Map. Dann wann später. Oh! Was ist das? Achso, das ist eine Kiste. Okay. Oh, ich hab ein Medikit. Der prügelt sich hier gerade mit einem Fass. Wenn er das Fass verfolgt, rette ich den Typen und schenke ihm mein Medikit. Ewiges Leben. Oh, okay. Aber wenn man auf dem Stuhl sitzt, hat man, glaube ich, volles Leben wieder. Nicht ganz, ich glaube, ein HP fehlt dann. Können sein. Oh, der stalkt hier. Der alte Stalker. Ich glaube, die Maschine hier ist, haben die auch ein bisschen verändert, weil das ist mehr eingekesselt. Ich glaube, durch das Update haben die auch ein paar Sachen so geändert. Ein paar Balance in die Sachen. Ups. Oh, bin entkommen. Sehr gut. Oh, woher wusste der, dass ich hier bin? Er haut einfach wahllos auf Sachen ein. Der hat doch schon neben mich gehauen. Ja, der ist gezielt zu mir gegangen und hat drauf gehauen. Er hat mich. Das ist schon das zweite. Das ist leider Tanzsaal. Wo bist du ärgerlich, denn? Ärgerlich. Ach, da hinten bist du. Ja. Ist er noch bei dir? Naja, nee, ist gegangen. Ich bin auf dem Weg zu dir. Dankeschön. Ich werde dich dann mit meinem magischen Medipack heilen. Ja, tatsächlich, hier gibt's ein Tor. Ich glaube, das Medipack ist nicht magisch. Ich meine, ist der Sinn eines Medipacks nicht allgemein zu heilen? Bleib im Oh, ich kann gerade nicht heilen. Warum nicht? Ja, es hat noch Cooldown. Oh. Ja, da heile ich mich selbst. Warum hast du denn hier das Medikit nicht mitgenommen? Weil ich es nicht brauche. Also ich könnte dich jetzt heilen. Ich bin schon voll. Okay. Entschuldigung. Könnte dir auch helfen. Theoretisch könntest du das, ja. Frage ist, ob du das willst. Ich würde tatsächlich gerne ein klein bisschen Schaden nehmen. Echt? Ja. Werde ich auch gleich. Ja, da! Weil jetzt kann ich Medipacks, Medis einwerfen. Ja. Ich habe auch Schaden genommen. Ist so klein. Das Gefühl kenne ich. Weil ich muss mich einmal nicht der Größte. Mit Schmerzmitteln vollheilen. Oh.
Schmerzmittel heilen, aber glaube ich nur ein, zwei Herzen, ne? Ja, so leider. Bedenken. Aber mich kannst du halten, ich habe nur noch 2,5 Herzen. Komm hier rüber, wo ich bin. Ich bin in dem einen kleinen Magievorführungszelt, da habe ich es gerade aufgestellt, weil ich muss mich selber heilen. Oh. Ja, dann beim nächsten Mal. So, ich heile mich aber nicht ganz voll, sondern nur so ganz knapp vorvoll, falls ich jetzt nochmal Schmerzmittel kriege. Da kommt er wieder. Ja, Arsch. Okay, das war's. Oh nee, ich hab noch. Ich dachte, ich saß schon zweimal. Ich wurde, glaube ich, schon dreimal niedergestreckt, aber erst zweimal jetzt draufgesetzt. Hm. Oh. So wie Maßen hat. Probiert. Vorsicht, der ist da. Oh, Drecksack. Lauf. Da ist er wieder. Bist du entkommen? Jo. Sehr gut. Ich hatte glücklicherweise noch eine Fackel, die ich werfen konnte. Die hat mich gerettet. Ah, sehr gut. Nein, Chris, befrei mich nicht. Nein, hör auf! Lass mich los! Ach, du Kackaffe. Entschuldigung. Der ist doch direkt hier, der Killer. Jetzt sterbe ich. Was ein Arsch. Ja, das war's für mich. Ja, wenn man das dritte Mal umgehauen wird, ist man tot. Also so endgültig tot. Wo bist du denn gestorben? Ich brauche noch ein bisschen Geld. Also echt. Wo bist du denn? Ja, da bin ich. Gestorben. Verdammt! So wie Maßen hat es sich knallt. Oh, aber du hast ein cooles Banner. Danke sehr, das ist das, was ich eben gekriegt habe. Ja, das ist doch cool, ich weiß nicht, was du hast. Naja, noch eine Maschine, das schafft ihr schon. Bin gerade dran. Ist er bei mir gespawnt? Also ist er wirklich hier? Nee, er ist bei Chris. Okay. Du kannst weitermachen. Und glaub mir, du merkst das schon, wenn er wirklich da ist. Naja, er prügelt sich gerade mit dem Kaffeebecher. Das ist in Oder so ein Bier, eher ein Bierkrug. Das ist in Ordnung, das kann er machen. Oh Gott, es kommt gleich ein Event, das ist wahrscheinlich... Ja, es ist Verwirrung. Scheiße. Ey. Das ist immer so verwirrend. Aber er jagt immer noch Chris. Mal ganz nicht rein, schade. Oh, er hat sich wegteleportiert. Weiß aber ja, nicht, er haut hier drüben auf irgendwelche Sachen ein. Ah, okay. Er ist ja da an der Maschine wahrscheinlich. Ja, bei mir. Aber ich bin gut getarnt. Ja, die anderen haben beide, glaube ich, gerade eine Maschine verkackt, also... Ja, das ist Verwirrung. Dahin gehen. Ja, aber das ist gut für dich, dann kannst du die letzte reparieren. Nicht während Verwirrung. Also Verwirrung macht, dass die Checks unfassbar schwer werden. Ja, also aber der Stefan kriegt das, glaube ich, trotzdem ganz gut hin gerade. Der hat es eigentlich schon zum 2/3 durch. Oh, okay. Wow, jetzt wo es aufgehört hat, hat das verkackt. Jetzt war er nicht mehr drauf vorbereitet, dass es so langsam vonstatten geht. Oh, das kann echt sein. Ja, entweder du das, Stefan kriegt das fertig hin. Oh, er ist bei Stefan, also du musst machen. Sollte ich nicht eher die Dame befreien oder ist sie schon. Die Dame? Du meinst Chris? Ja, die Dame namens Chris.
Ich würde das Ding ja fertig kriegen, da kannst du ihn immer noch befreien. Kurzform für Christine. Ah, verstehe. Oh, er hat den jetzt erfahren. Okay, ich gehe erstmal befreien. Du bist zu untouchable, ja? Nein, mach's fertig. Er hat's nicht verdient, gerettet zu werden. Also hat er ja noch eine Minute. Ja, aber... Wir müssen die Leute befreien. Ich schaffe das nämlich nicht alleine, weil die Maschine hat noch zu viel gebraucht. Eigentlich nicht. Die Maschine braucht 90 Sekunden, wenn man nicht verkackt. Er hat noch über eine Minute. Ja, aber die Maschine hatte zu viel gebraucht, weil wenn der sich jetzt zu mir teleportiert hätte, hätte ich ein Problem gehabt. Wenn? Er ist aber, er hüpft bei Stefan rum. Weiß, er hat mich gesehen. Ja, hat er auch gerade gesagt. Und Chris schreibt Russisch. Aber er ignoriert mich. Ist doch gut. Ja, ich glaube, der sucht Stefan, weil er ist gerade bei Stefan in der Nähe. Chris meine ich. Kannst du die Maschine ja fertig machen? Nee, ich bin hier direkt bei dem zum Befreien. Ein Popein, lass ihn sterben. Ist er immer noch bei ihm? Er kommt gerade wieder. Der Camp ist hier, glaube ich, ab. Er geht manchmal ein bisschen weg, wenn Chris hier rumgehüpft kommt. Aber wirklich weit. Ja, jetzt steht er da einfach nur noch rum und beobachtet es davon. Ah, der Stefan ist jetzt tot. Dann gehe ich halt. Lustig. Er hat dich. Ach, er hat mich nur mal kurz angepikst. Hüpf um dein Leben. Dann mach mal, du Hühnchen. Heil dich lieber mal, oder? Vielleicht nicht gerade der beste Ort. Was ist denn eigentlich alles in deinem Medikit drin? Eine Schere. Stich den Samurai damit doch die Augen aus, Mann. Nein, das ist so eine Wundschere. Alex sagt, du bist ein Noob. Macht er das? Er hat easy Noobs geschrieben. Oh ja, gut. Also ja, macht er. Jeder darf seine Meinung haben. Ja, was ich hier verwunderlich finde, ist, dass zwei Überlebende noch leben, aber drei zugucken. Ah ne, jetzt nicht mehr. Aber so oft, wie der mich schon aus den Augen verloren hat, müsste er sich eigentlich mehr an die eigene Nase fassen. Ja, der ist auch nicht der Beste. Also er war sehr viel besser als ich. Als Samurai. Das muss man schon sagen. Aber es war auch mein erster Samurai-Tanz. Sonst hätte ich mir den Schmerzmittel heilen sollen. Oh, erst bei Chris. Hä? Niederlage? Oh, Zeit ist abgelaufen. Oh, schade. Sehr, sehr schade. Gut, Leute, aber das reicht für einen Angezockt. Ihr habt eine Erfahrung von dem Spiel. Und ja, wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Falls ihr es selber probiert oder falls ihr mehr davon sehen wollt, dann schreibt ihr das natürlich. Tschüss. Tschüss.